So, und hepp. Oh, das klingt schon besser als vorhin. Oder eben. So, mit dem Stahlschwert. Ab dem Mauch hier. Mit dem soligen Stahl. Schnetzeln wir dann hier erstmal, ne? Alles so ein bisschen kurz und klein. Nur so viel ist das gar nicht. Ich würde gerne nochmal so auf Level 20, 22 kommen. In der Hoffnung, dass ich vielleicht nochmal so eine krasse Verzauberung kriege vorhin. Ja, und ich habe gelesen in den Patch Notes, diese Glitches und so weiter, die sollen ja jetzt 12 Millionen mal besser sein als vorher. Da sage ich nein. Also ich hatte jetzt das Empfinden, insbesondere als ich da halt in der Kopie, nein, in der Kopie gar nicht, als ich vorhin aufnehmen wollte und da mir halt Missgeschicke und so weiter passiert sind. Denn wenn man sein halbes Inventar in die Lava reinschmeißt, das kann ich auch gleich nochmal erklären, was da passiert ist. Dieser Fehler, den ich vorhin ansprach, oder für euch wird das wahrscheinlich schon die letzte Folge gewesen sein. Jedenfalls ist es so, dass ich das Empfinden hatte, dass diese Luen oder Blaze Rods oder was weiß ich, wie die ist, wie ja da heißen, die mir vorhin voll auf den Sender gegangen sind. Jedenfalls, ich hatte so das Empfinden, dass die jetzt mehr glitschen als vorher. Also soll heißen, Glitch ist ja so, ne, ich back mich mal durch die Wand, zum Beispiel. Oh, ich hab einen Bogen eingesammelt. Geil. Vielleicht war er ja verzaubert. Du komm so, wie treffe ich denn hier keinen mehr? Was soll denn das? Wie gezielt er hier zuschlagen? Oh, und eine Schallplatte. Sauber. Bestimmt eine, die ich schon habe. Aber das macht nichts. So, da lauf da dann. Mein Gott, nochmal. Hier kann man aber auch teilweise stehen an dieser Falle. Oh. Gibt neues Schwert. Oh, generell glaube ich auch mal wieder neues Schwert da drin. Komm rein, ich gleich mal. So, ich warne dich hier mit Explosionen und so, ne? Da wäre ich vorsichtig. So, Level 25, also wenn wir jetzt noch 5 Level zusammenkriegen würden, rein theoretisch. Ich muss erstmal hier so ein altes Brot reinhauen. Also nur rein theoretisch, wenn wir jetzt noch 5 Level zusammenkriegen, müssen wir die maximale Verzauberung rausholen. Ah, da auch was. Aber werden wir nicht schaffen. So, und das war das nächste Schwert. Ja, solange im Dispenser noch was drin ist. Und dann werden wir mal gleich zählen und dann werden wir mal gleich ein paar neue Schwerter, Schwerter hier, Steinschwerter da mal reinlegen. Alter, was ist denn hier los? Hören wir hier gar nichts und jetzt ist hier aber richtig Highlight im Song. Also ich glaube, Plan B werden wir hier auch nochmal irgendwann machen, beziehungsweise Plan S. S für Spinnen. So, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Neue Schwerter. Cool. 2 Bögen. Nicht schlecht. So, dann. Was habe ich gesagt? 5 Stück. 5 und 5. Und dann wollen wir den alten Dispenser mal wieder auffüllen hier. So, komm. Zack, zack, zack. Die nehmen wir mit, dann nehmen wir mit, dann nehmen wir mit, dann nehmen wir mit. Dann ist das mal weg hier. Den Moonstone brauche ich auch woanders jetzt. Die Cobbles lassen wir da. Dann brauchen wir hier noch so. Zack, kommen wir einfach mal so. Das lassen wir so. Das lassen wir auch. Gut. Abflug. Den Kameraden nehmen wir mal mit. Ja, also Plan B, beziehungsweise Plan S für Spinnen. Wir werden wohl demnächst mal irgendwann, vielleicht, eventuell, wenn ich das mal getestet habe, werden wir mal die Monsterfalle umbauen. Dazu werden wir dann einfach mal... Achso, ich werde mal nach Schleims gucken. Nach Schleims. Dafür werden wir einfach mal auf friedlich stellen, werden mal in die Monsterfalle reingehen und werden dann mal schauen, dass wir die mal mit Soul Sand auskleiden. Ah, das klingt auch hervorragend hier. Dass wir die mit Soul Sand halt auskleiden, damit... Wow. Kriegt ja eine gepult hier. Ja, wofür der Soul Sand? Ganz einfach, der Soul Sand ist dafür da, dass die Spinnen da nicht mehr hochkraxeln können. Mit dem Stock hier, komm auf den Kopf, ey. Das reicht immer noch nicht.
Ja, dass die Spinnen halt nicht mehr hochkraxeln können und ja, das müsste theoretisch halt mit Soul Sand gehen. Soul Sand ist auch nicht von der Physik, sagt man das so? Also er ist nicht von der Minecraft-Erdanziehungskraft betroffen. Das heißt, wir können ihn also blindlings einfach hier an die Wand klatschen, was auch sehr vom Vorteil dann wäre. Aber da will ich halt nochmal in der Kopie vorher testen, denn das würde ja auch bedeuten, dass wir zum zweiten Mal, seitdem es das Let's Play gibt, zum zweiten Mal auf freundlich stellen. Friedlich, nicht freundlich, friedlich. So, da-dum, da-dum. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Tschüss. Ich habe wieder den Namen vergessen rauszuschreiben. Verdammt! So. 21. Einer zu wenig. So, das da rein. Das ist auch hier drin. Und die Knochen da rein. Und die Spinnenaugen. Was ist das jetzt? Cat. Ich wusste es. Dekoratives. Kann man die Schallplatten. Nee, die kann man natürlich nicht stacken. Lassen wir das mal einfach so. Bemooster Stein. Irgendwie gefällt mir das nicht. Ja, gut. Lassen wir es doch so. Ausrüstung. Bogen, Bogen, Bogen. Da sind die Bögen. Komm, egal. Machen wir einfach mal so, so, so. Schon wieder. Und es ist bestimmt wieder. Nein, diesmal ist niemand da. Das ist ja gruselig. So, das wollte ich hier auch mal eben fixen. Autsch! Hier auf die Schnauze, Freundchen. Spinnst ja wohl, alter Tüderbüdel. So, gib mir deine EP. Die brauche ich. Level 27. Das ist schon mal nice. Ich hoffe, dass der jetzt andersrum wächst. Von diesem Feld werden wir uns sowieso bald trennen. Denn ich habe ja, glaube ich, schon 8-mal gesagt hier, ne? Brücke und bla. Und hier muss auch noch irgendwas rein. Und ach komm, hör mir auf, ey. Hier kommt auch noch was. Da kommt auch noch ein bisschen was verändert. Kommt noch ein bisschen was verändert, ist auch geil. So, die Diamantspitzhacke. Level 17. Geht noch mehr. 11, 14, 7. Jetzt geht das da los. 17, komm her. Haltbarkeit 2. Wow. Oh mein Gott. Ich hasse diese Random-Verzauberung. Genau aus diesem Grund habe ich ja den Better Enchant Mod drauf. Weil, also, nee. Naja, gut. Kannst du nichts zu sagen, kannst du nur nichts von halten. Ist halt so. Muss man eben mit leben. So, dann habe ich hier noch ausrüstungstechnisch habe ich dann noch. Nee, die nehme ich mit. Die bleiben hier. Jetzt haben wir die Spitzhacke. Die Spitzhacke. Die hau ich mir mal dahin. Das hauen wir mal so hin. Die packen wir gleich auf die Schienen. Die kann man mal so. Kann man mal so. Kann man mal so. Gut. Ja, da wollte ich auch noch mal gucken, wie sich das jetzt mit dem Dispenser verhält. Weil die Dispenser setzen jetzt ja irgendwie die Minecarts auf die Schienen. Dann habe ich mir halt überlegt, hier hinten einen Dispenser rein. Und dann hier einen Schalter oder so. Klack. Und dann hast du hier einen Minecart. Setzt dich rein. Klack. Und weg. Das wollte ich dann halt überall machen. Also an diesen Endpunkten. Weil diese Durchfahrtsbahnhöfe, da stehe ich nicht so unbedingt drauf. Die finde ich nicht so schön. Optisch jedenfalls. So, dann fangen wir hier mal an. Ich habe die Cobblestones natürlich, wie beim letzten Mal auch, in der Oberwelt gelassen. Aber das ist jetzt egal. Ich weiß jetzt ja, dass hier welche sind. So, und wir nehmen jetzt erstmal Soul Sand und Netherwarzen mit. Denn mit der Version 1.3 ist es halt möglich, auch die Netherwarzen in der Oberwelt und im Ende und im Nether und sowieso und überhaupt und hast du nicht gesehen, anzubauen. Und da wir ja so unglaublich oft im Nether sind, habe ich mir gedacht, das ist Schwachsinn, wenn wir halt hier die Farm weiterhin im Nether lassen. Deswegen werden wir in der Oberwelt uns eine Netherwarzen-Knarzen-Farm noch bauen. So, 24, das reicht eigentlich nicht. Eigentlich. Aber das ist egal.
So, wir flitzen hier erstmal durch. Scheiße, ich habe wieder die Silk Touch-Dings vergessen. Das ist ärgerlich. Ja, hier müssen wir auch mal unbedingt noch was machen. Und ich überlege, ob wir gleich ein bisschen mehr Soul Sand mitnehmen. Wenn ich das jetzt wirklich mit diesem Spinnen machen will, dann werden wir auf jeden Fall noch mehr Soul Sand brauchen. Na, mal schauen. Wir fangen erstmal einfach an hier und, ne, erstmal den alten Soul Sand rausprügeln. Und auch wenn das der Belustigung jedes Mal dient, ich werde dieses Mal keinen einzigen Zombie-Pigment killen, weil ich bin vorhin wie so ein Tier, was in eine Enge getrieben wurde, bin ich hier im, habe ich hier im Nether gestanden. War zwar bestimmt recht spannend, recht lustig, recht urig, aber ich konnte hier gar nichts mehr machen und das war irgendwie scheiße. Da habe ich hier nur drei Ghasts um mich rum und Loon und wenn man vom Teufel spricht, kommt er gleich angekriegt. Oh, nee, ne? Schönes Ding! Oh, wieder da. Bin so blind, ey. Alter Schwede, das kann nicht wahr sein, dass ich diesen Gas immer nicht treffe. Also. Oh, eine Gastier. Aber her damit. Danke. Aber die Jungs sind jetzt aber nicht aggro, oder? Nee. So, wir nehmen mal zwei Stacks von dem Soul Sand mit. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Mal gucken. Da hinten brauche ich ja erstmal nicht mehr hingehen. Da ist ja erstmal alles zerbombt. So, ein bisschen mehr als zwei Stacks. Das ist in Ordnung. Und dann werden wir das nächste Mal, wenn wir hier im Nether mal für länger sind oder so, dann werden wir hier auch mal anfangen, alles ein bisschen mit Kobbel auszukleiden. Weil irgendwie, ich habe die Befürchtung, dass wir hier früher oder später mal richtig baden gehen werden. Auf gut Deutsch. Und zwar in Lava. Kennst du Lava? Das ist genauso wie hier, was ich jetzt hier mache. Das ist eigentlich voll für den Arsch. Denn ich habe mir das Ganze von unten angeguckt. Und ich habe mir das falsch angeguckt. Na gut. Machen das mal mit Erde hier so ein bisschen. So. Zap, 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 zap. Weil ich glaube, Erde zerbomben die Gas auch nicht. Ich hoffe es jetzt zumindest. So. Rückweg mal ein bisschen hier angenehmer gestaltet. Vor allem diesmal auch echt gleich an den Rückweg gedacht. Und dann werden wir jetzt mal hier heiter anfangen. Heiteres Berufsverraten. Nicht schon wieder. Ich höre ihn doch schon wieder. Ich hasse Gas. Die Richtung war das nach oben. Okay. So, ich werde hier diesmal auch gleich ein paar Fackeln und so einen Scheiß setzen. Aber es wird wahrscheinlich für euch auf YouTube eh viel zu dunkel sein. Schon wieder. Aber tut mir leid, Leute, da kann ich echt gar nichts dran ändern. Denn gesichtet nach dem Rendern ist hell. Hochgeladen bei YouTube ist dunkel. So. Da weiß ich auch kein Rat mehr. So. Heute an meinem freien Tag bin ich wieder nur am Zocken. Verdammt. Zack. So, dann hier nochmal ein bisschen höher. Das ist auch gleichzeitig dieses, wie ich mich hier damals nach oben gebuddelt habe, als wir hier alles gefunden haben. Das war ja auch so ein epischer Fail von mir.
Also mehr als das ging ja bald gar nicht mehr.